Jetzt habe ich es endlich. Es war das allerletzte Set im Laden. Und es ist schon so lange ausverkauft. Da habe ich mir gedacht, ich muss es kaufen. Für die, die es noch nicht wissen, was es ist, ist das 501. Battle Pack. Das ist mittlerweile sehr selten, weil es überall ausverkauft ist. Das haben alle wegen den vier Klonen hier gekauft. Und den zwei Kampfdroiden, also alle Figuren da drin sind. Einfach sehr cool. Deswegen war es auch, haben auch viele Leute das gekauft. Da habe ich mir einfach gedacht, ich mache ein Speed-Build-Review. Also ich werde jetzt einfach so ein Stop-Motion-Speed-Build machen, einfügen, keine Ahnung. Und danach werde ich das ganze Set mal durchgehen. Ich würde sagen, fangen wir an. So wie ihr das Set gerade im Speedbild gesehen habt, ist es jetzt aufgebaut. Ich würde sagen, wir kommen erstmal zu den Figuren. Fangen wir mit der hier an. Das hier ist ein ganz normaler 501. Elite-Klontrooper. Also, was soll man zu dem groß sagen? Der ist mit Anakin, hat er die Order 66 ausgeführt und war danach als Vaders Faust benannt. Und davon gibt es ganze drei Stück in diesem Set. Deswegen ist dieses Set nämlich auch so beliebt. Neben dem gibt es auch noch den hier, der hier oben auf dem Kampfläufer sitzt und der hier auf dem Speeder, also Barkspeeder. Neben den 501. Truppler haben wir auch einen Jetpack Trooper. Er ist eine meiner Lieblingsfiguren in dem Set, besonders wegen der Helmbedruckung. Die Helmbedruckung ist super und, by the way, so sehen die Gesichter aus. Die Gesichter sehen mal echt aus wie Jango Fett in den Filmen. Das ist unglaublich gemacht. Und nun ja, wie gesagt, das hier ist der Helm des Jetpack Troopers. Der Jetpack Trooper ist einer meiner Favoriten, wie schon gesagt, in diesem Set. Er hat leider nur eine normale Waffe, aber dafür dieses tolle Jetpack hier auf dem Buckel. Was soll ich dazu noch groß sagen? Er hat halt hier auch besondere Körperprints. Anders als die normalen 501. Trooper hat er blaue Arme, während die weiße haben. Und ja, was soll ich noch groß dazu sagen? Eine sehr coole Minifigur. Kommen wir nun zu den Kampfdroiden. Von den Kampfdroiden haben wir genau zwei Stück hier in dem Set enthalten. Das finde ich auch sehr cool, dass auch mal ein Lego-Set gibt, eine Art Battle Pack, in dem tatsächlich auch Feinde mit drin sind. Ich schätze mal, das ist sehr gut zum Spielen als Kind, dass du halt Feinde und Gute hast, die dann gegeneinander kämpfen. Die haben beide einfach ganz normale Blaster. Was besonders an diesem Set ist, dass insgesamt 9 Blaster dabei sind. Und das finde ich sehr cool an dem Set, weil Blaster sind mittlerweile relativ selten sogar geworden. Okay, kommen wir noch mal zum Set an sich. Also, am Set haben wir diesen einen Kampfläufer. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie dieser Kampfläufer heißt. Ich schätze mal 501. Kampfläufer. Was kann dieser Kampfläufer? Vieles. Dieser Kampfläufer läuft sehr komisch, weil er schiebt seine Beine so nach hinten. Also er macht so zack, zack und so läuft er. Ich finde das extrem komisch, dass er die Beine nicht wirklich nach vorne bewegen kann. Also nicht, dass er halt so läuft und nicht so. Genau, der Kampfläufer, der hat auch hier zum einen hier vorne einen Start-Shooter zum Schießen. Auf den Kampfläufer passt eine Person, die das Ganze steuern kann. Ich baue das mal schnell wieder dran. Hinten gibt es zwei Klammern, wo du Sachen festmachen kannst. Einmal diesen wunderschönen Blaster hier, den ich sehr cool finde, wegen diesem, wie heißt es, diesem dicken Ding da vorne. Außerdem haben wir hier noch ein Klonfernrohr.
Auch ein sehr seltenes Teil mittlerweile. Ich hatte es, glaube ich, das letzte Mal in dem Battlepack von 2011 oder so. Wir haben hier vorne bei dem Speeder, bei dem Kampfläufer ein Schaltfeld. Hier vorne ein paar Aufkleber mit der 501. Und ja, was soll ich eigentlich noch groß dazu sagen? Die Gelenkteile wurden mit runden Platten geschmückt. Und ja, das war es jetzt eigentlich so ungefähr zu dem Kampfläufer. Kommen wir nun zu dem Barkspeeder. Und der Barkspeeder, den mag ich echt. Und das sind mehrere Gründe. Einerseits ist der Barkspeeder einfach cool. Er kann perfekt stehen. Er ist auf einer Linie. Er hat Schüsse hier vorne. Er hat Ski. Wie heißen die Teile nochmal? Keine Ahnung, diese Dinger, die halt man unten an den Füßen festmacht. Ich habe es irgendwie vergessen, keine Ahnung. Hier hinten hat er merkwürdigerweise zwei Blaster auf. Ich weiß nicht, ob das Absicht war, aber sehr gut, weil dann haben wir einfach mehr Blaster. Außerdem finde ich dieses Teil hier, das abgerundete hier, sehr besonders. Und zwar aus einem Grund, das sieht mit dem Aufkleber so dezent geil aus. Schaut es euch an. Das ist ein Teil, ich baue schnell weg. Ein Teil, das einfach auf jeder Seite eine Bedruckung hat. Der Barkspeeder hat auch hier Steuerungselemente, hier so einen Griff, damit er auch den Barkflieger gescheit fliegen kann. Unten sieht der Barkspeeder ganz normal aus. Hier zwei Stud-Shooter vorne, kann man beide hier oben drücken und dann schießen die. Und ja, das war es eigentlich jetzt auch so grob zu dem Barkspeeder. Vielleicht ist das auch jetzt unnötig reingepackt, aber man kann aus den Ersatzteilen noch ein kleines Gewehr bauen. Also diese Teile hier waren alle bei den Ersatzteilen dabei und da habe ich jetzt so eine Art Gewehr gebaut. Einen Moment. Hier, so kannst du es einen Klontrooper tragen lassen, der kann dann damit zielen und schießen. Ist auch nur ein kleiner Fun-Ding, den ich zufällig bemerkt habe. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr noch nicht Abonnent des Kanals seid und euch meine Videos gefallen, dann auch über ein Abo. Und ich würde sagen, dann bis zum nächsten Video.